Namaste. Und damit auch willkommen zu einer Yoga-Klasse, in der wir ja, die Energie vitalisieren wollen. Es wird ein kurzes Video für mehr Schwung im Körper und mehr Frische im Geist. Das kannst du jederzeit machen, vielleicht am Vormittag oder nach dem Aufstehen oder immer dann, wenn du das Gefühl hast, du musst dich mal durchbewegen, mal erfrischen und auftanken. Lass uns also ohne große Vorrede im Stehen beginnen. Dann stell die Füße gut am Boden auf, kannst die Beine ungefähr hüftgelenkbreit orientieren, also dass die Beine parallel nach unten verlaufen. Dann schau Richtung Zehen und heb die Zehen hoch. Zieh alle hoch, großen und kleinen. Und dann krall die Zehen unter dir ein. Und mach das einfach ein paar Mal. Zehen heben und einkrallen. Ja, wir beleben die Gelenke der Zehen. Bewegen die Füße dann durch im weiteren Lauf der Yogastunde und arbeiten uns von unten nach oben einmal durch den Körper hindurch. Gut, dann heb bitte nochmal die Zehen hoch, fächer die Zehen auf und leg sie zur Erde zurück. Und dann komm auf die Zehenballen hoch und roll dich zu den Fersen zurück. Und mach das auch ein paar Mal hoch und runter. Merkst du, dass die Fußgelenke, also Sprunggelenke, sich bewegen, aber auch die Wadenmuskulatur die erste Mobilität oder auch Kraft erfahren. Und dann bleib beim nächsten Mal oben, streck dich ganz hoch und senk langsam die Fersen zurück. Und dann roll auf die Außenkanten der Füße und auf die Innenkanten. Das ist der zweite Teil der Sprunggelenke, die diese Bewegung machen kann. Spür auch, wie das Gewicht sich nach außen und innen verlagert. Und dann lande in der Mitte. Ja, in der Mitte zwischen Außen- und Innenkante und zwischen hinten auf der Ferse und vorne auf den Zehenballen. Komm genau mittig an. Gut, dann beug die Knie etwas. Kannst gerne die Hände an die Hüfte stützen. Es gibt dein Becken nach vorn aus und nach hinten. Das ist eine erste kleine Massagebewegung für den unteren Rückenbereich. Und gerade wenn du merkst in den Bewegungen, dass der untere Rücken fest ist, angespannt ist, dann räkel dich etwas mehr in diese Bewegung hinein. Und räkeln meint auch, dass du ruhig vielfältig probieren kannst. Also mal eine Beckenseite hochkippen, eine runter, also richtig schön das Becken durchbewegen. Und damit auch den Bereich des unteren Rückens natürlich. Gut. Stütz dann die Hände auf die Oberschenkel und beweg dich im Rücken weiter nach oben Richtung Schulterbereich, auch Richtung Nackenbereich. Ja, und werd hier kreativ, also mal schlängeln, mal den Rücken runden und strecken. Ja, so kannst du ganz viel probieren. Und immer wenn du merkst, dass so ein Bereich des Körpers diese Bewegung besonders genießt, vielleicht weil er angespannt ist oder einfach weil er sich da so schön hineinreckeln lässt, dann mach das. Genieß das dort mehr und mehr. Und dann komm langsam wieder hoch zum Stehen. Roll die Schultern kreisend zurück. Ja, mach so schöne große Bewegungen. Und dann lass die Schultern hinten, dreh die Arme auswärts und einwärts und nehm die Schultern mit. Schultern nach vorn runter in der Einwärtsrotation und nach hinten runter in der Auswärtsrotation. So, noch ein paar Mal. So, lass die Arme auswärts gedreht, führ die Schultern nach hinten runter, heb das Brustbein hoch und bring die Arme zur Seite und dreh nochmal einwärts oder auswärts.
Führe dann die Arme auswärts und feder mit den Armen sanft nach unten, so als würdest du ja auf einem Luftballen federn, so Luftblasen nach unten federn. Und dann lass los, lass die Arme ausschwingen. Gut, und dann schwingen nach vorne und hinten mit den Armen. Und da kannst du jetzt auch die Atmung energetisieren. Also wenn du die Arme so nach hinten wegschwingst, dann ruhig mal ein leicht an das Skifahren. Ja? Leicht in die Knie gehen. Ja, so alles, was du gerade jetzt nicht brauchst, was du vielleicht auch mal so richtig rausschieben willst, loslassen willst, wegschieben willst, kannst du machen. Zurückkommen und nachspüren. Gut, ein Standbein, anderes Bein schiebt nach vorn. Du kannst was hochschleudern, also wirklich so hoch wegkicken oder mit der Ferse nach unten wegschieben. Zurück, atme durch, anderes Standbein, mit dem zweiten Fuß wieder hochkicken oder mit der Ferse nach unten wegschieben. Einatmen und aus. Auch hier alles, was du loslassen willst, einfach rausschieben, energetisch. Wieder an, atme durch, spür den Herzschlag, das Pulsieren in dir, vertief die Atmung. Und komm ein Stück nach oben auf die Zehenballen und jetzt schüttel dich mal ganz locker bitte durch und stell dir vor, du verteilst diese Energie, diese Wärme, diese Aktivität in den Körper. Einmal alles durchschütteln. Lass die Schultern locker tanzen, lass die Arme locker fliegen. Oh, hier sehr kreativ. Probier so ganz viele Schütteltechniken aus. Wenn du Lust hast, dann noch wirklich mal in die Hüpfer hochkommen. Und lass es so ganz leicht werden, so nicht stampfen, sondern so ganz locker leicht federn. Und dann löst wieder auf. Mal tief durchatmen. Schüttel die Arme aus. Und Hände und Handgelenke. Dann bewegt die Finger durch. Mach sie zu der Faust zusammen, drück die Faust und spreiz die Finger ganz schnell. Faust und spreizen, Faust und spreizen. Ganz schnell. Ja, beobachte, wie die Unterarme warm werden.
ganz schnell. Die Finger werden so langsam müde, die wollen nicht mehr. Aber man ein Stück weiter. Atme, beobachte und ausschütteln. Gut. Jetzt schwing deine Körperachse. Lass wieder die Arme fliegen und die Schultern locker. Du kannst, wenn du möchtest, immer so ein bisschen in die Knie eintauchen. Lass wieder so eine schöne spritzige Bewegung daraus entstehen. Und dann lass sie ausklingen. Komm zurück in den Stand. An den vorderen Teil deiner Yogamatte. Streck die Arme nach oben. Du kannst die Daumen verhaken oder die Finger verschränken und die Handflächen hochschieben. Räkel dich hoch. Drück den Boden nach unten. Die Flanken lang. Atme. Räkeln. Und dann breite die Arme aus, bring die Hände vor dein Herz. Einatmen, die Arme über die Seite hoch, streck dich ganz lang aus. Ausatmen, bring die Hände über die Seite wieder zum Herz. Nochmal einatmen, Arme über die Seite nach oben bringen. Ausatmen, tauchen eine Vorbeuge nach unten ein. Einatmen, die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge eintauchen. Einatmen, über die Hocke auftauchen, streck dich ganz hoch nach oben aus. Ausatmen, bring die Hände vor dir jetzt zum Herzen. Einatmen, Knie beugen, mit den Händen eintauchen, über vorne nach oben aufrichten. Ausatmen, in die Vorbeuge, die Arme ausbreiten, weich nach unten entspannen. Einatmen, halbe Vorbeuge, nach vorn strecken. Ausatmen, ganze Vorbeuge eintauchen. Ein, über die Hocke auftauchen, Arme über die Seite hoch. Ausatmen, Hände vor dem Herz zusammen. Einatmen, Knie beugen, nach vorne nach oben, eine kleine Rückbeuge, wenn du magst. Ausatmen, in die Vorbeuge hineinschmelzen. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken. Zieh dich nach vorne lang, ausatmen, entspann nach unten. Einatmen, setz den rechten Fuß einen großen Schritt zurück. Ausatmen, nimm den linken Fuß nach hinten zum Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, Kind. Einatmen, tauch auf, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, nach oben, den abwärts schauenden Hund. Einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, Bauchlage. Einatmen, reinkel dich hoch, das sind so kleine Schlängelbewegungen in die Cobra. Ausatmen, schieb dich zurück in den Hund. Einatmen, rechten Fuß nach vorn setzen, ausatmen, linker Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, streck dich lang, ausatmen, entspann nach unten. Ein, über die Hocke auftauchen, streck dich ganz hoch. Aus, bring die Hände zum Herz. Einatmen, Knie beugen, bevor nach oben in die kleine Rückbeuge. Ausatmen, in die weiche ganze Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge, die Flanken langziehen. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge nach unten. Einatmen, links einen Schritt zurück. Ausatmen, rechts zurück zum Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, Kind. Einatmen hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, Bauchlage. Einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Auch hier mal ganz sanft räkeln. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, links nach vorn. Ausatmen, rechts nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Lange Rücken, lange Beine. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Ein, über die Hocke auftauchen, ausatmen, Hände zum Herz. Ein, Knie beugen, über die Hocke nach oben kommen, ausatmen, in die Vorbeuge eintauchen. Einatmen, in die halbe Vorbeuge, die Hände an die Unterschenkel oder Knie oder Oberschenkel, streck dich nach vorne, reikel dich nach vorn. Im nächsten Ausatmen, schwingen in die Vorbeuge. Ruhig ein bisschen hier schwingen. Wenn sich das irgendwo nicht unangenehm anfühlt, dann mach weiter. Auch mal um die Beine herumschwingen. Wieder so ganz locker leichte Federbewegungen genießen. Arme lockern, Kopf mit Federn lassen. Und lass dich ausschwingen. Setz den rechten Fuß einen Schritt zurück und feder mit dem Becken weiter. Ganz locker, hoch, runter. Oder so kleine Halbkreise oder Kreise.
Ja, das sind sehr schöne elastische Bewegungen für Becken und Oberschenkelbereich. Gut. Jetzt stell dir vor, du wirst größer, Feder höher, hoch und runter. Und stell dir vor, du tankst damit diese Federbewegung auf, diese ganz spritzige. So viel, dass die Füße sich jetzt in der Position wechseln. Also mit Schwung links nach hinten, rechts nach vorn. Und weiter federn mit dem Becken. Wenn es nicht geklappt hat, einfach hier wieder ankommen, rechts vorn, links hinten. Locker federn. Ja, locker, 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 locker. Hart. Und nochmal Bewegung auftanken. Und Schrittwechsel. Links vor, rechts zurück. Und lass es ausfedern. Und nimm links nach hinten in den Hund. Auch hier nochmal in die Knie gehen und kleine Federbewegungen mit dem Becken machen. Vielleicht auch kleine Hüpfbewegungen mit den Füßen. Also nicht so stampfen, ja, sondern ganz spritzig. Federn, hüpfen, nach rechts und links hüpfen. Und dann komm wieder an. In den hohen Liegestütz kommen. Einmal tief durchatmen. Auch hier mal die Höhe des Beckens variieren. Vor- und zurückschieben, hoch und runter. Und lande in der Bauchlage nach unten. Atme durch. Leg die Füße lang ab, drück die Fußrücken in den Boden. Roll dein Becken etwas einwärts, schieb also den Steißbein zurück nach hinten. Verschränk die Hände hinter dem Gesäß, lass die Ellenbogen gebeugt. Und zieh die Schultern hoch, schieb dann die Fäuste Richtung Fersen. Schultern ziehen zurück, komm hoch in eine kleine Kobra. Und hier auch ein bisschen reikeln. Rechts, links schlängeln, hoch, runter. Gut. Stütz die Hände wieder in den unteren Rippenbögen auf. Nochmal Schultern zurück in die Kobra. Komm nicht so hoch. Hier ist eine Drehschlängelbewegung. Dann nach rechts, drehen rechte Schulter zurück, Blick über die rechte Schulter und wieder nach vorn, linke Schulter zurück, nach links drehen, Blick nach links hinten und zurück. Und nochmal, nach rechts drehen, nach links drehen. Achte darauf, dass sich das gut anfühlt. Komm in die Mitte, einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Heb einatmend dein rechtes Bein hoch und ausatmend den Fuß nach vorn setzen. Einatmend streck die Arme nach vorn, ausatmend bring die Arme nach hinten. Mal tief einatmen, Arme nach vorn, aus, Arme nach hinten. Einatmen, Arme nach vorn, ausatmend, Arme nach hinten. Einatmend, erster Held, Arme nach vorn hoch, richte dich auf. Ausatmen, lass dein Becken etwas sinken. Einatmen, reckel dich hoch. Ausatmen, bring die Hände zurück. Schritt nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, nach vorn strecken. Ausatmen, ganze Vorbeuge nach unten. Ein über die Hocke auftauchen, zieh die Beinmuskulatur hoch zum Becken. Ausatmen, Hände zum Herz. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorn nach oben, eine kleine Rückbeuge. Ausatmend in die Vorbeuge nach unten. Einatmen in die halbe Vorbeuge, reckeln. Aus in die ganze Vorbeuge, loslassen. Einatmen, linker Fuß nach hinten, bleib hier. Ausatmen, Becken sinken lassen und beginn zu federn. Ganz locker federn. Da rechts, links, so kleine Halbkreise machen. Oder ganze Kreise. Ja, lass es so ganz elastisch, leicht werden. Dann tank dich mit dieser Federbewegung, mit dieser Bewegungsenergie auf. Mach einen Schrittwechsel in der Luft oder Schritt, Schritt. Und links vorn, rechts hinten, nochmal federn. Ganz locker, locker, locker. Wieder mit der Bewegungsenergie auftanken. Mal Schrittwechsel, Schritt, Schritt oder Sprung. Rechts vorn, links hinten. Lass es ausfedern. Atme ein, zieh dein Brustbein vor. Atme aus, komm zurück in den Hund. Einatmend Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmend Kind. Einatmend Hochkatzenbuckel, Pferderücken.
ausatmend der Hund. Wieder diese wunderbar leichten, locker, spritzigen Bewegungen. Hoch runter und nach rechts und links wandern. Becken schön eintauchen lassen. Und ausklingen lassen. Streck dich hoch in den Hund. Atme aus. Einatmen, hoher Liegestütz. Hier nochmal vor, zurückschieben. Becken hoch und runter. Im nächsten Ausatmen in die Bauchlage eintauchen. Füße ablegen. Becken einrollen. Mach deine Faust hinter dir. Vielleicht diesmal die Faust in der ungewohnten Variante. Schultern hochziehen, dann schieb die Faust Richtung Fersen. Schlängel dich sanft hoch. Wenn du magst, kannst du diesmal auch die Füße ein Stück mit heben. Dann zieh dich lang, schieb die Füße nach hinten, zieh dein Brustbein vor und ein bisschen hochreckeln und wieder zurück und schlängeln. Nochmal einatmen, hochreckeln, ausatmen, Füße ablegen, Hände an die unteren Rippen, einatmen, in die Kobra hochschlängeln oder in den aufwärts schauenden Hund, ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund, einatmen, linkes Bein hochziehen, ausatmen, Fuß nach vorn setzen, einatmen, streck die Arme nach vorn, aus, bring die Arme nach hinten, noch zweimal. Ganz energetisch einatmen, tief aus. Mit dem nächsten Einatmen hoch in den ersten Helden. Ausatmen, hier ankommen, vielleicht das Becken ein bisschen erden. Nochmal einatmen, räkel dich hoch. Ausatmen, bring die Hände zurück, Schritt vor, die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Ein über die Hocke hoch, die Beinmuskeln hochziehen. Ausatmen, Hände zum Herzen. Einatmen, Knie beugen. Bevor nach oben, ausatmend in die weiche Verbeugung. Einatmen die halbe Vorbeuge, aus die ganze Vorbeuge. Einatmen rechten Fuß einen Schritt zurück, Becken tief, Blick nach vorn. Ausatmen linker Fuß nach hinten. Einatmen Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen Kind. Einatmen Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen abwärts schauender Hund. Einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, tiefer Liegestütz oder Bauchlage, einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmen, abwärts schauender Hund. Nehmt dein rechtes Bein hoch, winkel dein Knie, sodass die Fußsohle hoch zeigt, schieb den Fuß hoch zur Decke und dreh die Hüfte auf, schieb den Fuß nach links, drück die linke Hand in den Boden. Du kannst, da die rechte Hand leicht geworden ist, auch mal die Fingerkuppen der rechten Hand in den Boden drücken und Fingerballen heben. Schau dir der rechten Achsel durch, atmen die rechte Seite, atmen, tief einatmen, ausatmen, Blick Richtung Hände, Fuß und dorthin. Dreh das linke Bein auswärts, komm mit beiden Händen ein Stück nach links. Ein paar Handbreit nach links und jetzt vorderes Knie beugen, Becken ganz locker, leicht nach unten federn lassen. So dehnt jetzt deutlich mehr die Innenseite des linken Beines. Lass es ausschwingen, atme durch und laufe den Händen ein Stück weg, sodass dein Herz Richtung Erde schmelzen kann. Tief atmen. Ja, stell dir vor, du nährst dich mit jedem Atemzug über den Sauerstoff, den du in den Körper aufnimmst. Dann wandere mit den Händen unter die Schultern wieder zurück, rechte Hand rechts neben den Fuß. Dreh dich nach links auf, streck den linken Arm über dem Kopf und aus. So, wenn das zu tief ist, dann stütz den rechten Unterarm hinter den Ansatz des Oberschenkels. Tief atmen. Mit dem Ausatmen die Körpermitte spannen, Bauchnabel einsaugen, Beckenboden schließen. Im nächsten Einatmen, wenn du möchtest, streck den rechten Arm parallel zum linken. Streck die rechte Flanke lang, atme ein, richte dich auf,
Atme aus, breite die Arme aus. Einatmen, nach oben räkeln, Flanken lang machen. Ausatmen, rechtes Knie beugen. Nächsten Einatmen, rechten Arm auswärts drehen, nach oben strecken. Ausatmen, linke Hand senken. Neig dich nach links. Atme. Und finde so kleine Wohlfühlbewegungen jetzt in dieser Seitbeuge für den Oberkörper. Ein klein bisschen drehen und mal mit der Seitbeuge spielen. Tiefer atmen. Einatmen, wieder aufrichten, Arme ausbreiten. Aus, zurück in die seitliche Winkelstellung, rechten Ellenbogen aufstützen oder rechte Hand zum Boden. Einatmen, linke Flanke strecken. Ausatmen, Hände zurück, Schritt zurück in den Hund. Tief einatmen, tief aus. Nochmal tief einatmen, tief ausatmen. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz oder ablegen. Einatmen, Schultern zurück, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Dann das linke Bein hochheben. Einatmen, ausatmen, Knie beugen, Fuß nach rechts schieben. So, rechte Hand in den Boden drücken. Linke Hand kann leicht werden. Wenn du möchtest, dann zieh sie hoch auf die Fingerkuppen. Schau unter der linken Achsel zur Seite. Atme. Heb den linken Fuß höher und schieb ihn weiter nach rechts. Tief einatmen, Blick nach vorn Richtung Hände, ausatmen, Fuß nach vorn setzen. Rechtes Bein auswärts drehen. Jetzt bring die linke Hand mit nach innen. Wander wieder 2-3 Handbreit von dir weg. Und lass dein Becken nochmal federn. Ja, so dehnt jetzt die Innenseite des rechten Beines. Und lass es ausschwingen und lauf mit den Händen weiter weg. Und lass in all diese Energie dein Herz für einen Moment entspannter Richtung Erde sinken. Und komm wieder zurück. Linke Hand außerhalb des Fußes. Dreh dich nach rechts auf. Streck den rechten Arm über den Kopf aus. Wenn es auch hier zu tief ist, stützt den linken Ellenbogen bitte an den Oberschenkelansatz. Streck den rechten Arm einmal ganz lang aus. Atme ein und atme aus. Einatmen, richte dich auf in Helden, den zweiten Helden. Ausatmen, lass die Arme sinken, beug dein linkes Knie. Einatmen, verlängere die Flanken nach oben. Ausatmen, linken Arm auswärts drehen, nach oben und nach rechts neigen, rechte Hand aufstützen. Tief atmen in den Atemraum der linken Seite. Ich finde auch hier so kleine, spielerische, lebendige Wohlfühlbewegung. Mal tief durchatmen, nächsten Einatmen aufrichten, zweiten Held ausatmen, die seitliche Winkelstellung. Hier einatmen, Flanken lang, wenn du möchtest, dann ausatmend beide Hände parallel bringen. Tief atmen, einatmen, streck dich, ausatmen, bring die Hände zurück, kommen zurück in den Hund. Tief einatmen, tief ausatmen, tief ein, den Rücken beatmen und tief aus. Immer so kleine Hüpfer wieder. Letztes Mal Becken federn lassen, Beine nach rechts und links. Und mit der nächsten Einatmung, letztes Mal den Vinyasa, hoher Liegestütz, ausatmen, tiefer Liegestütz, einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, Kind. Einatmen, in den Vierfüßler kommen. Ja, beginn hier Schlängelbewegungen. Arbeite dich auch vor in den Schulterbereich.
Dann hin zu Katze und Pferd. Und vertief dabei die Atmung. Dann kommt zum Neutral, streckt den rechten Arm nach vorn am Boden aus, linke Hand gerne an Kissen für die Stirn, leg die Stirn nach unten ab. Du kannst gerne den rechten Arm gestreckt lassen, vielleicht sogar auf die Fingerkuppen ziehen, um diese Energie noch im Körper zu speichern. Also nicht gleich ganz zu entspannen. In den Rücken einatmen. Und ausatmend den Herzraum Richtung Erde schmelzen lassen. Nächstes Einatmen, komm wieder hoch in den Vierfüßler. Ausatmen, linke Hand nach vorn, rechte ein Kissen für die Stirn. Den Rücken einatmen, ihn auffüllen. Ausatmend das Herz sanfter und liebevoller Richtung Erde sinken lassen. Gern hier auch auf die linken Fingerkuppen, um nicht gleich wieder ganz in die Entspannung zu kommen. Bewahre die muskuläre Energie im Körper. Mit dem letzten Einatmen wieder zurück in den Vierfüßler. Nochmal kleine Reikelbewegungen für dich selbst. Dann komm zum Sitzen, bring die Füße nach vorn und stell sie auf. Gut, lass dein linkes Bein ausgleiten. Stell den rechten Fuß entweder an der Innenseite oder Außenseite des linken Beines auf, je nachdem, was du jetzt in der Hüfte arbeiten möchtest. Atme ein, richte dich auf. Atme aus, lass das Becken schwer werden. Linke Arm, Hand oder Ellenbogen um das rechte Knie. Einatmend, rechten Arm nach oben, rechte Flanke lang. Ausatmend, dreh dich nach rechts. Und wenn du einatmest, verlängere dich hoch, die Wirbelsäule entlang aufschrauben. Wenn du ausatmest, dreh dich weich nach rechts. Vielleicht auch den Blick über die rechte Schulter zurücknehmen. Und atmen. Im nächsten Einatmen den rechten Arm wieder zurück, dreh dich nach vorn zurück, atme aus, bring die Hand zurück, wechsel. Linkes Bein aufstellen, innen oder außen am abgelegten rechten Bein. Atme ein, richte dich auf, zieh dich an das Knie ran. Atme aus, lass das Becken sich setzen. Einatmend linken Arm aufrichten, streck die linke Seite, atme aus, dreh dich nach links. Rechte Hand Arm oder Ellenbogen um das linke Knie. Einatmen, um die Wirbelsäule herum aufschrauben und strecken und ausatmend nach links entspannt. Vielleicht den Blick über die linke Schulter. Atme. Ja, vielleicht sogar hörbar für dich, ohne zu schnaufen, aber so ein sanftes, liebevolles Hören deiner eigenen Atmung. Mit dem letzten Einatmen, linken Arm nach oben, dreh dich nach vorn, ausatmend, komm zurück, stell beide Füße auf, rutsch ein Stück nach vorn, sodass du hinter dir Platz hast, greife dann die Knie, heb die Füße an, versuche eine Balance zu finden, einatmen und ausatmen, streck die Beine nach vorn, du kannst einen rechten Winkel machen oder einfach die Unterschenkel parallel zum Boden heben. Atme ein, greif die Kniekehlen, streck den Rücken, heb dein Brustbein, atme aus, zentriere die Körpermitte. Zieh das Schambein ein Stück Richtung Bauchnabel. Einatmend, gleichzeitig das Brustbein etwas heben, während die Bauchdecke aktiviert bleibt. Ausatmen, schieb die Füße, wenn du möchtest, ein Stück weiter nach vorn hoch. Atmen. Du kannst dich gerne an die Kniekehlen festhalten.
Denk im Ausatmen an die Kraft deiner Körpermitte, auch an den Beckenboden. Und wenn du noch mehr Energie haben möchtest, dann einatmen, streck auch die Arme. Wir sind in Navasana im Boot. Einmal tief einatmen, ausatmen, Füße aufstellen, umarmen die Schienbeine, in den Rücken atmen. Dann richte dich auf, versuch nochmal die Balance auf dem Becken zu finden. Und dann die Füße zu heben. Wenn du ausatmest, aktiviere die Mitte. Den Bauchnabel etwas einsaugen, Schambein Richtung Bauchnabel ziehen, wie ein Reißverschluss, den du zumachst. Und einatmen, das Brustbein ein bisschen heben. Ja, dann entweder die Unterschenkel wieder parallel bringen zum Boden unter dir. Oder wenn du noch energetischer sein möchtest, dann schieb aus der Kraft in der Mitte die Füße über die Fersen weg. Vielleicht wieder an den Kniekehlen halten. Mach zum Rücken und Rumpf angenehmer. Oder wenn du hier viel mehr Kraft aufbauen möchtest, dann streck die Arme nach vorn. Tief atmen. Einmal tief ein und tief aus, Füße aufstellen, Schienbeine umarmen. Komm bei dir an, lass die Atmung weicher in den Rücken strömen. Fächer ihn breit, wenn du einatmest. Entspann ihn, wenn du ausatmest. Oder richte dich auf, greif die Kniekehlen, roll dich langsam zurück und schwing dich wieder nach vorn. Ja, roll vor und zurück. Das ist so eine wunderbare spielerische Bewegung, einmal um den Rücken durchzumassieren. Um mit diesem Schwung zu arbeiten, der dich am Ende dieser Stunde wieder zurück in deinen eigenen Weg des Tages bringt. Und dann hol wieder Schwung, schwing dich hoch, komm zum Sitzen. Und lass dir im Moment bequem. Wenn du einen guten Sitz gefunden hast, dann schließ die Augen, öffne ein symbolisches Auge nach innen und schau in den Körper. Erstmal in die Form dieses Sitzes, in die Auflagefläche deines Beckens, in die Beine und Füße, in die Berührungen zur Erde. Dann schau auch vom Becken innerlich nach oben in die Länge deines Oberkörpers, vom Bauchbereich in den Brustkorb, Schulterbereich, Arme und Hände und Finger, zurück in den Schulterbereich, hoch zum Nacken, zum Gesicht, zum Scheitel. Beobachte, wie er nach oben strebt, wenn du einatmest, und wie dein Becken sich erdet, wenn du ausatmest. Einatmend wächst dein Oberkörper hoch. Du hast diese innere Größe, die dich aufrichtet. Diese Größe, mit der du dich selber erfährst, mit der du aber auch zurückgehst in die äußere Welt. Und gleichzeitig im Ausatmen ist der Boden da, der dich trägt, der dich erdet. Und zwischen dem Boden unter dir und dem Himmel über dir bist du selbst. Und all dieses energetischen Pulsierens, das du spürst, in all deinem Sein und tun. Noch einmal tief durchatmen, bitte. Ganz wohlig und nährend, erfrischend. Und dann bring die Hände vor dem Herz zueinander. Das ist ein wunderbarer Moment, um Danke zu sagen. Danke für die Zeit, die du dir mit dieser Praxis schenktest. Danke für das, was dich nährt, das dir Energie gibt, das dich vitalisiert, deine Atmung, dein Körper, dein Geist,
auch deine Umwelt, die Menschen, die dich tragen und begleiten. Und dann atme beim nächsten Mal tief ein, öffne die Arme über die Seite nach oben, über den Kopf, streck dich hoch. Atme aus, bring die Hände zueinander und vor deinem Körper zurück zum Herz. Nochmal tief einatmen, diese Energie aufnehmen, über die Arme nach oben, dieses Umarmen und Ausatmen, bring das zum Herzen. Und wenn du magst, dann verbeug dich. Und wenn du dich aufrichtest, dann öffne wieder die Augen. Und ich danke dir für die Zeit, die du fandest. Ich wünsche dir einen guten, energetischen, kraftvollen, lebendigen Weg durch die Zeit. Namaste.